Und wir sind jetzt wieder live in der laufenden Konstituierensitzung des Nationalrats. Es läuft die Wahl der Nationalratspräsidentin, vorgeschlagen Elisabeth Köstinger von der ÖVP. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte des Alphabets. Das wird noch eine Weile dauern. Küberger. Kumpitsch, Kunzel, Kurz. Jetzt ist eine relativ gelöste Stimmung im Plenum. Leimer. Das war in der abgelaufenen Legislaturperiode Lassar. Oft nicht der Fall. Insgesamt gab es in den 4 Jahren 199 Lausch. Sitzungen. Davon 23 Sondersitzungen. Allein die stenografischen Protokolle aus dieser Gesetzgebungsperiode Lindner, umfassen 22.000 Seiten. Lindinger. Dazu kommen dann noch einige Ausschusssitzungen, nämlich 828 und sage und schreibe 14.000 schriftliche Anfragen an die Regierung, die von den Abgeordneten verfasst worden sind. Loacker. Lopatka, Luege Angela, Luga Robert, Mara. Marchetti. Nicht alle diese von mir vorhin angesprochenen 199 Sitzungen wurden von Nationalratspräsidentin Doris Buris geleitet. Sie ist ja erst 2014 Präsidentin geworden. Zu Beginn im Oktober 2013 Margrethe. War Nationalratspräsidentin noch Barbara Brammer. Mölzer. Doris Buris wird, wie gesagt, heute im Laufe dieser Sitzung als Rosa. Zweite Nationalratspräsidentin gewählt werden.